Also, um den Leuchtturm zu bauen, der wird halt am Ende, halt, das ist eigentlich nur die Technik so sehen, den könnt ihr dann noch verzieren, bla bla bla. Was ihr auch damit machen wollt, also für den Leuchtturm Technik, braucht ihr Steine, Glowstone, Pistons, aber ein klebriger, Redstone, Redstone Repeater, Lever oder Hebel, Redstone Fackel, alle Art von Schienen und ein Minecart. So, also als erstes braucht ihr die Schienen, den Hebel, und die, ja, und die Schienen. So, ihr baut jetzt erstmal ein kleines Quadrat, 6x6. So. Okay, jetzt kommen die Schienen. So, das waren die Schienen. Die sehen von oben so aus. Könnt ihr nachbauen. Jetzt macht ihr die Schienen einfach an mit dem Lever. So, und nun baut hier eine kleine Verbindung. Und ihr baut dann über den Hebel T, Alt-T, die ihr dann aber bei dem T einen deinen Block in der Mitte zerstören muss, müsst. Ja, müsst. So. Jetzt können die Schienen weg. Und der Hebel auch. So, jetzt braucht ihr Redstone-Fackel, Redstone. So, hier kommt Redstone hin. Redstone-Fackel. Und hier kommen, oh, hier fehlen ja ein Block, und hier kommt Redstone. So, jetzt baut ihr über den Redstone-Fackeln Steine. So. Jetzt kommen hier Redstone-Fackeln hin und hier Redstone. Dann kommt hier auch Redstone-Fackeln hin. Und das verbindet ihr jetzt einfach mit dem Redstone. So, jetzt kommt ihr zur nächsten Etage. Jetzt kommen auch die Pistons. Die klebrigen Pisten. Hier kommen mal wieder die Fackeln hin. Und ihr baut jetzt was wie ein kleines Viereck. Quadrat. Kreuz meine ich, oder ein Plus. So, jetzt sollte es wie ein Plus aussehen. Und nun macht ihr... Macht ihr es zu einem, keine Ahnung, Kreuz. Oh, jetzt macht ihr das so an jeder Seite. Ich zeige euch das dann gleich nochmal alles von oben. Und so sieht es dann von oben aus. So, jetzt braucht ihr die Redstone Repeater und jetzt schon auch die Pistons. Bleiben nur noch das Minecart und den Glowstone. So, jetzt kommen erst noch hier die Pistons hin. So, und an den Pistons, die noch unten sind, kommen Repeater gleich mal dran.
Und das verbindet ihr dann mit irgendeiner Redstone-Fackel, egal welcher. So. Dann sind jetzt alle oben. So, jetzt baut ihr über den Redstone-Fackel nochmal Steine, noch eine Etage. Sieht von oben so aus. Kein Unterschied. Nun kommen wir auch schon zur letzten Etage. Hier kommt nochmal Redstone-Fackeln drauf. Dann nochmal hier oben Steine. Und dann macht ihr jetzt so, dass ihr von der letzten Etage die Redstone-Fackel nicht seht. Sehen könnt. Irgendwie. Auch nun sieht es jetzt so aus. Und jetzt macht ihr es wie unten. So, keine Ahnung, Kreuzchen. Ja, wie einfach unten, einfach wieder so. So ein Minecraft-Kreis. Lex. Oh, der kann weg. So, jetzt kommen hier wieder an die Seite. Redstone-Repeater. Redstone Repeater, reim dich auf Reaper. Reaper aus MW3, kennt ihr alle. So, jetzt verbindet ihr das wieder mit Fackeln. Nur die Fackeln sehen wir nicht, deswegen verbindet sie einfach mit dem Stein. Der Stein kann der Schnee gehen. Das wäre dann so. Und jetzt die. Oh, stimmt, jetzt kommen hier erstmal die Pisten, sie müssen dann aber nach unten zeigen. Oh, Mann! Ey, das fuckt mich gerade ab. So, nachdem ihr das habt, sieht es von oben so aus. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso die nicht nach unten gehen. Ganz einfach, weil da nichts verbunden ist. Jetzt baut ihr mir einfach nach, so, und zack, sind die unten. Macht ihr halt so, hier ist der Repeater, dann kommen hier Steine hin, dann kommt hier nochmal ein Stein, so. Das macht ihr an den Seiten, da gehen die dann auch schön runter. Oh, es wird Nacht. Oh, das kann ich ja dann gleich mal zeigen, wie es dann bei Nacht aussieht. Verbinden. So, jetzt sind alle verbunden. Nun macht ihr das so, dass hier Steine sind. Kommt mein Eingang hin, dass ich dann rein kann. Oh, es wird Nacht. Okay. So, nachdem ihr das umhüllt habt mit Steinen, oh, jetzt brauche ich Glowstone. Gleich schon aus meinen Karten, nehme ich auch mal mit. So, nun kommt das Glowstone rein. So, nachdem ihr das habt. Bleibt erstmal innen drin. So, jetzt wird's auch kompliziert. Okay, nicht kompliziert. Das ist auch sowas. Das ist sehr wichtig bei dem Leuchtturm. Hier seht ihr vier Repeater und es gibt vier Stufen. Das erste bleibt auf 1, das zweite kommt auf 2, das dritte kommt auf 3 und das vierte kommt auf 4. Das macht ihr dann einfach bei jeder Seite.
Und das gleiche macht ihr dann auch oben. Okay, wo ist der Ausgang? Hier. So, ja, ich muss schon kurz abgucken. So, nachdem ihr das habt, ja, jetzt ist der Leuchtturm eigentlich, jetzt ist er so gut wie fertig. Jetzt könnt ihr das nur noch hier halt so abdichten, damit ihr das hier nicht seht, aber trotzdem, ich wollte jetzt nur die Technik zeigen. So, dann tut ihr in Minecraft hin. Ja, und das ist dann halt der Leuchtturmeffekt. So, das war's wieder. Verdammt. Ja, also das war wieder von eurem Meisterplayer. So baut, in diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ein Leuchtturm gebaut wird in Minecraft. Ja, abonniert, wenn ihr mich abonnieren würdet, würde ich mich sehr freuen. Ja, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal vielleicht.